Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juli. Ja, heute tatsächlich an einem Samstag und wie ihr seht, gibt es heute keine Bücherwoche. Und dazu möchte ich einfach ganz kurz etwas sagen, denn ich habe in der Woche, zu der diese Bücherwoche, zu der dieses Video gehören würde, leider gar kein Buch beendet. Ich habe an einem Lesegruppenbuch gelesen und an einem anderen Buch, was ebenfalls ja in einer Lovely Books Leserunde war. Und ja, wie soll ich es sagen? Ich habe in dieser Woche kein Buch beendet und so gab es irgendwie auch nichts für diese Bücherwoche, was ich so wirklich hätte erzählen können, sollen, müssen. Denn die Woche war ja eine sehr heiße Sommerwoche und ich habe tatsächlich relativ wenig gelesen. Ich habe auch kein Hörbuch gehört, sondern war wirklich meistens nach Feierabend an irgendeinem See, meistens mit Freunden. Und ja, da liest man tatsächlich nicht so viel, wenn man in Begleitung ist. Und so habe ich eben einfach gedacht, ich werde zwei Bücherwochen im Grunde zusammenpacken und das Video seht ihr dann nächsten Samstag. Und heute gibt es dafür die Neuzugänge und ich denke, mit denen starten wir jetzt einfach auch. Und ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit meinen neuen Büchern und bin natürlich auch gespannt, welche Bücher ihr davon vielleicht schon kennt. Es sind insgesamt 22 Bücher geworden und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte, als ich meinen Bücherstapel immer mehr wachsen sah auf meinem Bücherregal, hatte ich so schon so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht an die 30 rankommen, weil Anfang des Monats lief es noch relativ gut. Es kam so plätzchenweise immer mal ein Buch dazu. Dann kamen aber doch so ein paar Bücher, die ein bisschen ungeplant waren. Ganz egal, ob es dann damals in Münster war, in Berlin war oder dann eben auch einfach geschenkt hier reintrudelte. Ja, und da dachte ich schon, oh Gott, das wird bestimmt ein ganz katastrophaler XXL-Bücher-Neuzugänge-Monat. Ganz so schlimm ist es aber nicht geworden. Es sind 15 echte Bücher eingezogen, 5 E-Books und 2 Hörbücher. Und ich denke, wir fangen einfach nach der Reihe an. Es sind natürlich auch einige Rezensionsexemplare dabei. Ja, deswegen werde ich hier auch irgendwo diese Werbung einblenden, wie ich es ja bei meinen Neuzugängen immer mache, weil eben einfach Rezi-Bücher da sind, die eben nicht gekennzeichnet sind. Und in der Infobox, weil ich da ja nicht alle Bücher aufführe, deswegen werde ich jetzt hier irgendwo klein Werbung einblenden, weil es eben Rezensionsexemplare ja geschafft haben, jetzt hier in die Neuzugänge zu kommen. Wir hatten heute sozusagen ein Foto für die Bücher. Nein, totaler Quatsch. Wir starten einfach mit dem ersten Buch. Und zwar ist das Die Hungrigen von Emma Carey. Das ist der zweite Teil zu dem Buch Die Berufene. Da erinnert ihr euch vielleicht, das ist so ein ganz gelbes Buch mit so einem Mädchen, das so schwarz nach außen die Arme gestreckt hat und roter Schrift. Ich weiß gar nicht, ob hier das irgendwo abgebildet ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Und das hatte mir ja unglaublich gut gefallen. Ich glaube, wir hatten das gemeinsam im Leseklub gelesen und dazu gibt es ja auch eine Verfilmung, The Girl with All the Gifts. Die habe ich leider tatsächlich noch nicht gesehen. Die habe ich auf der Skyfest-Platte schon aufgenommen, aber ja, wie es manchmal so ist, dann kam man noch nicht zum Gucken. Und Die Hungrigen soll im Grunde die Vorgeschichte zu Die Berufene sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und ja, ich habe mich damit auch gar nicht groß beschäftigt. Ich habe gesehen, es kam was vom Autor und kam mir einfach der Name bekannt vor, als ich durch den Knauer Verlagsvorschau zum Beispiel in dem Fall gegangen bin. Und ja, ich bin sehr gespannt, denn das Ende der Menschheit naht. Und ich war ja wirklich ein absoluter Fan, wie diese Endzeitapokalypse in Die Berufene dargestellt wurde, wo ja eben auch ja, verschiedene Kinder, wenn die gewisse ja, Kombinationen hatten, wie sie erkrankt sind, dann eben auch eine Gabe hatten und das, oder ja, Gaben hatten. Und da war ich mega gespannt. Ich bin gespannt, was Die Hungrigen bringen wird. Habe ich noch nicht gelesen, bin ich aber mega gespannt und freue mich auch auf das Buch. Dann ist das neue Buch von Harpe Kerkeling bei mir eingezogen, Frisch harpeziert. Das ist eine Sammlung seiner Kolumnen, die er in der Gala, glaube ich, veröffentlicht hat, wo er eben so ein bisschen ja, auf Promis, Klatsch und Tratsch geht, was ich tatsächlich ganz unterhaltsam fand. Ich aber schon gemerkt habe, okay, ganz mein Thema ist das einfach nicht. Ich bin jetzt auch nicht die Gala-Leserin. Mich interessiert dieser ganze Klatsch und Tratsch im Königshaus und sonstigem gefühlt ja, sehr selten und sehr wenig. Und ja, ich habe das Buch ganz gerne gelesen. Ich mochte die Kolumnen.
Ich mag einfach den Schreibstil von Harpe, aber jetzt wirklich der Burner, so gesagt, war es nicht. Es war mal schön für zwischendurch, das kann ich absolut empfehlen. Ich glaube, wenn man Harpe mag und seine Sicht auf die Dinge auch ganz interessant und unterhaltsam findet, dann kann man sich diese Kolumnensammlung im Grunde zulegen. Aber jetzt so ein Buchtipp wie Ich bin dann mal weg, ist es leider nicht. Aber gut, das hat man wahrscheinlich auch vorher einfach schon ahnen können. Und ja, also ich habe da jetzt auch keinen Bestseller erwartet, das muss man ganz ehrlich sagen, weil bei Klatsch und Tratsch und Kolumnensammlung, ja, da schließt sich ja gefühlt das fast schon aus. Dann ist bei mir eingezogen Rock My Soul von Jamie Shaw, ebenfalls als E-Book, und ich habe ja diese Rock My-Reihe sozusagen, ich glaube im Juni ja angefangen und habe zwei Bände im Juni gelesen und wollte die Reihe dann im Grunde auch einfach weiterlesen. Insgesamt gibt es vier Teile. Rock My Soul war, glaube ich, jetzt der dritte Teil. Der vierte Teil fehlt mir noch, ist auch nicht im Juli eingezogen, weil ich beim Lesen des dritten schon gemerkt habe, dass meine Rockstar-Lust sozusagen ein bisschen am Abflauen war. Dass ich tatsächlich den ersten Teil, den habe ich ja sehr, sehr gut gefunden, auch wenn ich mit der Protagonistin nicht so recht warm wurde. Der zweite Teil war dann schon, ja, so ein bisschen drüber, gerade was die Protagonistin angeht, mit der ich einfach gar nichts anfangen konnte. Und hier spielt ja im Grunde mein liebster Rockstar die Hauptrolle. Und ich fand den dritten Teil wieder auf jeden Fall schöner als den und besser als den zweiten Teil. Aber es hat mich nicht mehr seitdem dann an den vierten gezogen. Und ich glaube, dass einfach diese Phase, wo ich Lust auf sowas habe, auch einfach wieder verglommen ist. Und ja, das war das Handy. Und ja, mal gucken, ob das nochmal kommt. Ich den vierten Teil lese und ja, dann erfahrt ihr das natürlich. Dann ist bei mir Science Fiction eingezogen. Ich bin viele von Dennis E. Taylor. Ein Buch, das ich ja auch schon gelesen habe im Juli. Denn ich war total gespannt auf den Auftakt dieser Dilogie. So sieht es zumindest aktuell aus. Denn es ist schon bekannt, dass ein zweiter Teil erscheinen wird. Ich glaube jetzt irgendwann im Herbst, Winter diesen Jahres. Und ja, wir befinden uns hier im Grunde in der Zukunft und wir haben Bob, der eigentlich seinen Kopf ja einfrieren lässt, um irgendwann einen neuen Körper zu bekommen, um dann eben auch weiterzuleben. Allerdings ja, wird im Grunde nicht der echte Körper aufbewahrt oder wiederverwendet, sondern nur sein Gehirn in eine Art Maschine übertragen. Und so haben wir im Grunde eine ganz andere Art von künstlicher Intelligenz und er soll sich nun auf die Suche machen nach Planeten im Universum, wo die Menschheit, die eben hier vor einem Kollaps steht, ja, wo die im Grunde unterkommen kann. Und es war ein absolutes Highlight für mich, dieses Buch. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten gefühlt. Ich mochte den Humor, diesen Sarkasmus, dieses Zynische, was Bob so manchmal an den Tag legt oder auch einer seiner anderen Bobs. Und es war einfach toll. Also es war ein wirkliches Highlight. Wer wirklich humorvolle Bücher mag, mit so einem etwas ernsteren Charakter und auch gerade, was natürlich die Science-Fiction-Story in diesem Buch anbelangt, das war natürlich ein bisschen technisch, man musste sich ein bisschen reinfuchsen, aber ich fand das wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Ich mochte auch den Stil und war hier wirklich auch total gespannt, was dieses Buch für mich bereithält. Freue mich jetzt sehr auf den zweiten Teil und bin da natürlich total neugierig, ja, was da noch so ein bisschen passieren wird. Als erstes Hörbuch im Monat ist bei mir eingezogen Liebe zukünftige Lieblingsfrou von Michaels Pantelouris. Ein Buch, das ich aktuell höre, wenn ich dieses Video drehe. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist das auch schon beendet. Ist also jetzt dann ein Buch, was ihr in der nächsten Bücherwoche sehen werdet. Hier war ich einfach total gespannt. Ja, ein bisschen so, ja, es ist ja keine Liebesgeschichte, sondern hier haben wir ja einen Mann, der gerade geschieden wurde mit seinen zwei Kindern, mehr oder weniger eben zeitweise alleinerziehend ist, wenn die Kinder bei ihm sind, und der eben auf dem Weg ist, irgendwie wieder dieses Dating zu lernen. Und ich fand das ganz interessant, denn man kennt das ja ganz klassisch von Frauen, da gibt es unendlich viele Bücher darüber, aber wie vielleicht Männer mit so einer Situation umgehen, das ja, erfährt man tatsächlich sehr selten bis kaum. Und ja, hier war ich einfach total neugierig, wie das ein Mann empfunden hat. Auch das ist, soweit ich weiß, eine Sammlung seiner Kolumnen oder seiner, ja,
Beiträge in Magazinen und er vertont das im Grunde auch selbst und ich finde, das macht er auch sehr, sehr gut. Und ich bin hier einfach sehr neugierig, wo das noch hingeht. War natürlich einfach gespannt, das mal aus der Sicht von einem Mann sozusagen zu erleben und eben nicht in einem Romanform, in einer Erzählungsform, sondern man geht ja jetzt so davon aus, dass das wirklich so seine echten Gedanken sind und von daher bin ich da sehr neugierig, was mich noch erwartet und bin da auch sehr dankbar, dass der Verlag mir das ungekürzte Hörbuch zugeschickt hat. Ebenfalls vom Verlag erhalten habe ich Nichts gesucht, alles gefunden. Das ist ein Pilgerreisen-Roman auf dem Jakobsweg von Jean-Christophe Ruffin, einem Franzosen, der sich im Grunde auf den Weg macht und uns sozusagen auf seiner Pilgerreise auf den Jakobsweg mitnimmt. Und auch dieses Buch lese ich sozusagen aktuell und bin da einfach total neugierig. Ich hatte mal wieder Lust auf ein Ich bin dann mal weg, wenn man so möchte, oder auch ein Eat, Pray, Love oder auch The Trip. Das waren ja alles Bücher, die in diese Richtung gehen, dass man eben irgendetwas sucht oder gar nicht weiß, was man sucht, aber irgendetwas findet auf diesem Weg. Und auch ich habe ja manchmal so den Gedanken, ach, einfach mal loslaufen, mal gucken, was passiert. Ich glaube nicht, dass ich es mir zutrauen würde, so viele hunderte Kilometer zu laufen als total ungeprobter Wanderer. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da einen heiden Respekt vor von Leuten, die das tun und ja auch teilweise nicht sehr groß vorbereitet sind. Und dieses Buch habe ich, ich glaube, über die Flow oder die Hygge irgendwie entdeckt, wenn es nicht die Auszeit war. Und fand es ganz interessant, dass das Buch ursprünglich eben unter einem ganz anderen Titel erschien. Ich muss jetzt mal gucken, welches Cover ich euch hier einblende. Das nämlich, dass die gebundene Ausgabe ein anderes Cover, sogar einen anderen Titel hat, als im Grunde jetzt die jetzige Taschenbuchausgabe. Was ich leider ein bisschen schade und verwirrend finde, das hat man ja durchaus öfter, wenn von gebunden auf Taschenbuch gegangen wird. Hier hat es mich eine kurze Zeit verwirrt, weil ich jetzt nicht wusste, ob ich sozusagen das richtige Buch habe oder nicht. Aber mehr dazu dann einfach auch in der Bücherwoche. Dann habe ich gehört Azurblau für zwei von Emma Sternberg, ein Buch, das ich auch schon gehört habe, regelrecht weggesuchtet habe. Auch ein kleines Highlight für mich, denn ich mochte schon Fünf am Meer von Emma Sternberg sehr gerne. Ich glaube, vor 2 Jahren ist das erschienen. Als Hörbuch habe ich das damals auch schon gehört. Und auch hier hat man absolut tolles, schönes italienisches Feeling und wirklich Charaktere, die ganz toll aufeinander abgestimmt sind, funktionieren. Eine Geschichte, die sehr spannend ist, die sehr schön erzählt ist und die einfach Spaß macht. Und das ist wirklich so eine sommerleichte Geschichte, die man eben einfach wunderbar hören kann, wenn man irgendwo liegt und vielleicht auch einfach die Augen zumachen möchte, entspannen möchte oder eben einfach auf den See schauen möchte oder ins Grün gucken möchte und dann aber sagt, man möchte trotzdem einfach eine Geschichte hören. So geht es ja mir sehr, sehr oft, dass ich dann eben nicht mit einem Buch vor der Natur sitzen möchte, sondern wirklich auch so ein bisschen den Blick schweifen lassen kann, vielleicht sogar den Kopfhörer nur in einem Ohr. Und so habe ich Azurblau für zwei, ich glaube auch an einem Wochenende, weggehört, hatte es auch unterwegs immer mal dabei, wenn ich also irgendwo was noch entlang gelaufen bin und hat mir gut gefallen und kann ich wirklich auch als Hörbuch absolut empfehlen, war auch wirklich ganz toll vertont. Dann ist der dritte und letzte Teil der Palace-Saga bei mir eingezogen, Palace of Fire von C.E. Bernard, eine Reihe, die ja einen ganz tollen Auftakt hatte mit Palace of Glass. Der zweite Teil war Palace of Silk, den ich nur so okay fand. Und ich war mega gespannt, wie sich wohl der dritte Teil machen wird. Und ja, ich bin leider nicht ganz so glücklich. Es war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung. Es ist eine gute Geschichte, aber nach dem Wahnsinnsauftakt hätte ich tatsächlich einfach erwartet, dass das Tempo, die Story, die Spannung aus Teil 1 irgendwo gehalten wird. Allerdings muss man sagen, es hat sich im zweiten Teil schon angedeutet und im dritten hat es dann wirklich Wendungen genommen, die ich einfach nach dem ersten gar nicht erwartet hätte. Denn ich hätte einfach nicht erwartet, dass wir hier so eine Art New Adult Geschichte erwarten mit einer Liebesgeschichte, die absolut nicht nachvollziehbar ist.
und auch Dingen, die innerhalb dieser Liebesgeschichte passieren, wo man nur mit dem Kopf schüttelt. Ja, leider war der Abschluss nicht meins, auch das Ende. Es blieben auch viele Fragen offen. Nichtsdestotrotz war ich natürlich neugierig auf den dritten und hatte ja tatsächlich die Hoffnung, dass das eine Highlight-Reihe wird. Und ich hatte den ersten Teil von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Den zweiten Teil habe ich bei Lovely Books damals in der Leserunde gewonnen und so habe ich den dritten auch bei Penhaligon angefragt als echtes Buch, weil ich dachte, wenn es eine Highlight-Reihe ist, möchtest du die im Regal stehen haben. Dankenswerterweise habe ich die natürlich vom Verlag auch bekommen, was mich sehr gefreut hat. Aber es ist so, dass das jetzt tatsächlich nicht zu meinen Lieblingsreihen gehört. Der erste Teil ist wirklich nach wie vor Bombe, aber Teil 2 und 3 ist nicht so meins. Ich denke, dass die Buchreihe jetzt einfach im Freundeskreis wandern wird, weil sie einfach zu schade ist, dass sie dann in meinem Regal auch irgendwie so ein tristes Dasein als ungeliebte Reihe vielleicht irgendwo führt. Insofern ein Buch, das irgendwie wichtig ist, das weiß man ja nicht. Ja, leider nicht ganz so, wie ich mir das nach dem ersten Teil erhofft habe oder gewünscht habe oder sich nach dem ersten Teil angedeutet hat. Ich hatte auch im dritten Teil teilweise manchmal das Gefühl, dass die Autorin da einen ganz anderen Stil an den Tag gelegt hat, was ich total merkwürdig fand, dass das so sein kann. Aber so ähnlich war es ja bei Die Bestimmung zum Beispiel auch. Da hat man ja auch beim dritten Teil irgendwie so gedacht irgendwie, passt da irgendwas nicht. Aber gut, ja, die Reihe ist somit abgeschlossen und das auch in einem sehr schnellen Tempo, wo man eben alle drei Bücher erhalten hat. Dann ist bei mir ein Hardcover eingezogen, das ich euch in der Insta-Story bereits gezeigt habe. Und zwar hat mir die liebe Jackie Fellgut der letzte Liebesbrief als Hardcover zugeschickt. Ich durfte ja das Buch testlesen und mit ihr zusammen ja im Grunde an der Geschichte arbeiten, durfte ja Tipps weitergeben, Einschätzungen, Gedanken und wir haben da wirklich ganz, ganz tolle Dinge zusammen herausgearbeitet, was mich sehr freut, dass ich so ein kleiner Teil an diesem Buch sein durfte und diesmal hat sie auch bei diesem Buch eben ja ein Hardcover angeboten und ich muss echt sagen, es ist echt Bombe. Also ja, es landet natürlich jetzt nicht auf meinem Sub im klassischen Sinne, sondern wird jetzt im Grunde gezeigt, weil es eben auch einfach als Geschenk bei mir angekommen ist. Ich selbst lege ja nicht unbedingt den größten Wert auf Hardcover oder gebundene Ausgaben oder ja, ne, mir ist das theoretisch komplett egal, in welcher Ausgabe ich etwas habe. Aber wenn man ja dieses tolle Hardcover sieht und das ist das erste Mal auch von einem Self-Publisher, dass ich ein Hardcover in der Hand halte, wo man ja vorher gar nicht wusste, wie wird sich die Qualität machen, ist man echt überrascht, wie toll es aussieht. Also wirklich auch ein ganz toller Buchschnitt und auch die Rückseite farblich wirklich super schön. Es hat auch ein Lesebändchen, was ich jetzt so gefühlt nicht unbedingt brauche, aber ich finde es toll, dass es einfach mit drin ist. Und man muss auch echt sagen, dass es von innen, vom Buchsatz Jackie absolut gelungen ist. Ich möchte euch mal so ein Kapitel anfangen zeigen, wo ich meine ganze Post fällt runter. Ja, auch vom Buchsatz finde ich das tatsächlich super, super schön gemacht. Ja, und ich danke natürlich der lieben Jackie für dieses Hardcover und ja, dass ich wieder einen Fellgut habe, den ich sozusagen ins Regal stellen kann in meine Sammlung und sie gehört einfach auch zu den Autorinnen, von der ich alles lese und die ich einfach großartig finde und gerade auch ein bisschen das ernstere Thema hier drin. Also trotz der Liebesgeschichte, trotz der Leichtigkeit, die Jackie einfach an den Tag legt, hat man hier ein bisschen ernsteres Thema, wie eben das Leben tatsächlich auch ist und ja, auch von mir eine absolute Empfehlung zu diesem schönen Buch. Ein Buch, auf das ich mich auch sehr gefreut habe und ich habe es, glaube ich, auch in den Neuerscheinungen für Juli gezeigt, ist Narren und Sterbliche von Bernard Cornwell, einem Autor, von dem ich schon viel gehört habe. Oh, ich weiß gar nicht, ob man es ja so gut sieht, weil es so glänzt. Von dem ich aber, glaube ich, selbst noch gar nichts gelesen habe. Und es ist ein historischer Roman und wir befassen uns in diesem Buch um Shakespeare. Und es geht um seinen Bruder, der gerne, glaube ich, mal irgendwie eine Rolle in den Stücken sozusagen von seinem Bruder William Shakespeare eine Rolle spielen möchte. Und es klingt einfach, es klingt einfach geil. William Shakespeare, das Genie, Richard Shakespeare, der Taschendieb, aber ohne den einen wird der andere nichts erreichen.
Und ich bin ein riesengroßer Shakespeare, auch wenn ich schon lange, lange, lange Zeit gar nichts mehr von ihm gelesen habe, was unbedingt auch mal wieder Zeit wird. Und ich musste dieses Buch einfach haben. Und es soll also tatsächlich ein historischer Roman sein, also nicht eine Fiktion, sondern eben schon auf tatsächlichem mehr oder weniger aufbauen. Und ich bin total neugierig, was uns diese Geschichte bringt. Und ich finde auch, das goldene Cover ist einfach der Hammer. Also auch hier ein wunderschönes Büchlein und ich bin mega gespannt, was der Inhalt bringen wird. Dann habe ich von der lieben Tanja von Berlin Books ein Buch von Jonas Winner geschenkt bekommen, Mörderpark. Ein Buch, das ich ja im letzten Jahr, glaube ich, gelesen habe, was mir ja sehr, sehr gut gefallen hat. Und wir hatten es damals auch zusammen gelesen. Und ich habe seitdem ja auch noch ein anderes Buch, Die Zelle von Jonas Winner, gelesen und habe noch Der Architekt, glaube ich, hier von ihm. Und demnächst kommt ja auch sein neues Buch und ich dachte so, ja, von einem Autor, dessen Bücher du magst, die kannst du dir ruhig ins Regal legen. Und sie hat es aussortiert und als ich bei ihr in Berlin war, bin ich so durch ihr aussortiert Regal gegangen und dachte, Mörderpark nimmst du mit, weil dir das damals einfach auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und da danke ich natürlich der lieben Tanja, dass das bei mir einziehen durfte. Landet sozusagen auch nicht auf dem Sub, sondern eben nur im Regal, weil es eben schon gelesen ist und ich jetzt natürlich nicht nochmal die Ausgabe jetzt zumindest lesen werde. Dann waren wir, von Berlin ging es ja nach Münster. Thorsten hatte zu einem Booktuber-Treffen eingeladen und im Jokers bin ich fündig geworden und habe mir ein Fotoband mitgenommen für 5 Euro, Lost Places. Und ich hatte im letzten Liebesbrief von Jackie Fellgut ging es auch schon um diese verlorenen Plätze, die eben irgendwie innehalten. Und ich habe da so ein bisschen durchgeblättert und war total fasziniert, welche Plätze sozusagen hier drin festgehalten wurden. Und man sieht das auch hier hinten recht gut. Und ich finde immer, mit einem Fotoband kann man gefühlt gar nicht viel falsch machen. Den liest man natürlich nicht im klassischen Sinne, muss man dazu sagen, sondern in dem blättert man im Grunde natürlich immer mal wieder durch und guckt sich den einfach über eine gewisse Zeit auch einfach an und so wird es auch sein. Ich glaube nicht, dass ich ihn werten werde im Sinne von, ich habe den gelesen und es sind so und so viele Seiten, aber ich denke mal spätestens im Rückblickvideo sollte es das nächstes Jahr geben, kann ich dann dazu ein bisschen was erzählen. Und mich hat das einfach angesprochen und deswegen durfte es im Grunde dann eben aus dem Jokers einfach mit. Dann waren wir ja am Sonntag in der Umgebung von Münster, auch in der Umgebung, wo Thorsten wohnt, um Havigsbeck herum. Und da waren wir in einem Antiquariat. Und da sind einige Bücher bei mir angezogen, insgesamt 5. Ihr habt es vielleicht im Münster-Vlog gesehen. Ich glaube, bei Thorsten im Vlog habe ich die Bücher auch schon in die Kamera gehalten. Und ich habe 2 Margaret Atwoods mitgenommen. Ich war ja ein großer Fan von Der Report der Markt und ja auch von Alias Grace. Und ich habe ja auch schon 2 Kurzgeschichtbücher von ihr gelesen. Tipps für die Wildnis und noch irgendeins. Und es ist eingezogen Katzenauge. Und es gab einfach einen relativ großen Margaret Atwood Stapel. Und ich musste mich dann so ein bisschen dafür entscheiden. Denn es ist Katzenauge ist die Bezeichnung für eine Murmel aus Glas mit einer Blume in der Mitte. Jene Art Ding, das ein unglückliches Schulmädchen als Talisman hütet. Und die Geschichte geht so ein bisschen in die Richtung, das Katzenauge beschreibt sie, die Gemeinheit oder die Grausamkeit, mit der kleine Mädchen Freundschaften führen. Eine Erinnerung an Kindheitsmuster ohne Nostalgie. Und auch das klingt gefühlt schon ganz schön hart, wie es ja bei Margaret Atwood oft der Fall ist, die uns ja wirklich meistens die harten Seiten der Menschheit sozusagen zeigt. Und das zweite Buch ist Die Unmöglichkeit der Nähe. Ein Cover, wo ich so ein bisschen überlegt habe, was es mir sagen möchte. Denn hier geht es um eine Dreiecksgeschichte, was ja gefühlt gar nicht mein Fall ist. Zwischen einem Mann und 2 Frauen, im Wechsel erzählt, aus der Perspektive der 3 Hauptfiguren. Und es ist eine Geschichte von Spannungen, wechselseitigen Ansprüchen und Enttäuschungen. Und immer wieder neue Versuche im Gespräch oder im Bett, die Isolation zu überwinden und Nähe zu finden. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Dreiecksgeschichte sein könnte, die mir gefällt, weil
ja, hier im Grunde einfach auch der Mann derjenige ist, der sich wahrscheinlich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann und nicht wie in den vielen Jugendbüchern, wo ja immer das Mädel so, ja, na, so mit merkwürdigen Gründen irgendwie an zwei Männern hängt oder an zwei Jungs hängt. Ich bin einfach sehr gespannt. Es hat mich, glaube ich, durch das Cover einfach angesprochen und da dachte ich, da kann man vielleicht tatsächlich auch nicht so viel falsch machen. Dann ist bei mir ein Arthur Conan Doyle eingezogen in einer wunderschönen Ausgabe. Der Hund von Baskerville. Und ich bin ja ein großer Serien-Sherlock-Fan. Ja, ich habe bisher noch keine einzige Geschichte von Arthur Conan Doyle gelesen, sondern ich kenne nur die Serie. Ich habe aber die beiden Sammelbände aus dem Anaconda Verlag hier. Und ich habe, glaube ich, auch die Eine Geschichte habe ich auch als deutsch-englische Version hier, weil ich mich da auch mal im Englischen versuchen wollte. Und ich bin ja ein kleiner Fan von Der Hund von Baskerville. Da gab es ja früher auch schon mal eine Verfilmung, die ich auch als Jugendliche sehr gemocht habe, ohne tatsächlich dieses Sherlock-Universum zu kennen. Und ich mag halt gerade den Hund von Baskerville, weil er so ein bisschen übernatürlich anhaucht. Und das ist halt wirklich also eine ganz, ganz tolle Ausgabe. Und hier steht sogar ein Name drin. mit Adresse. Naja, wo könnten wir das denn hinschreiben? Ja, es ist der Bertelsmann Lesering und es steht aber gar kein Jahr drin, wann das Buch irgendwie erschienen ist. Vielleicht hinten drin. Also es sieht auf jeden Fall dafür, dass es doch wahrscheinlich schon ein paar Tage alt ist, auf jeden Fall noch gut aus. Gar keine Frage. Es ist natürlich gelesen. Man sieht das auch. Aber ich fand die Ausgabe einfach sehr schön und dachte, die darf bei mir einziehen. Dann ist bei mir eingezogen Die souveräne Leserin von Alan Bennett. Und da geht es, wie man auf dem Cover schon sehen kann, um die Queen. Und viel mehr weiß ich gar nicht, denn es ist eine Liebeserklärung an die Queen und an die Literatur. Wer hätte gedacht, dass das zusammenpasst? Und es ist auch ein sehr dünnes Büchlein und ja, so manchen habe ich da schon schwärmen hören. Und deswegen bin ich da einfach ganz neugierig. Ich kann mit der Queen jetzt nicht ganz so viel anfangen, wie vielleicht all die, die diesem Königshaus so zugetan sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Mischung eine ganz interessante ist und man eben auch eine lesende Queen sich ja ganz gut vorstellen kann. Und dann ist ein relativ dickes Buch noch bei mir eingezogen und zwar Der Stein der Kelten von Michael Phillips, schottische Legenden. Und da gab es tatsächlich auch schon den zweiten Teil und ich war kurz in Versuchung, mir den auch mitzunehmen. Dachte mir aber dann, nein, du liest erst den ersten, bevor du dich dann dazu entscheiden würdest, dass du es weiterliest. Und es ist hier ein historischer Thriller in einem Buch und es soll eben eine ungewöhnliche Schottland-Saga sein für alle Freunde von Diana Gabaldon. Da habe ich ja den ersten Teil gelesen von Feuer und Stein und fand den ja auch ganz gut. Ich konnte halt nicht sehr viel mit der Protagonistin anfangen in der Geschichte. Deswegen habe ich die Reihe auch nie weiter gelesen und auch die Serie, glaube ich, nur die erste Staffel geguckt. Aber ich bin einfach neugierig, um was es hier gehen wird und wie es mir gefallen wird. Und ich denke, dass ich mir das mal so für ein kaltes Winterwochenende vornehmen werde und bin da einfach neugierig, wie das so sein wird. Das war sozusagen die Ausbeute aus Münster. Dann haben meine Mama und ich Dekoartikel bei Weltbild bestellt. Und um das Porto zu sparen, durfte auch ein Büchlein mit. Der Gast im Garten von Takashi Hiraida. Und ich bin ja immer mal wieder ein Fan von Tiergeschichten, besonders natürlich auch von Katzen. Gar keine Frage, ich habe selbst Katzen und da liegt das natürlich immer ein bisschen nahe. Und hier geht es klassisch um eine Katze, die sich eben ja, im Garten von zwei älteren Leuten immer wieder findet und irgendwann ins Haus schleicht und ja, in dieses Haus eben die Freude zurückbringt. Und ich finde, dass das sind auch wunderschöne Bilder schon mit drin. Und ich mag solche Geschichten einfach, wenn Katzen das Herz von Menschen erobern. Und da kann ich mir das eben auch als Geschichte ganz schön vorstellen. Und deswegen durfte das Buch, ich glaube, für 3 Euro irgendwie mit. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen Glück und andere Kleinigkeiten von absoluter Wichtigkeit von Shapira. Auch ein Buch, was ich über den Verlag erhalten habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf dieses Buch aufmerksam wurde. Es hat mich, glaube ich, einfach so vom Titel und vom Klappentext total angesprochen. Denn ich finde, dass ja, allein der Titel von diesen Glück und andere Kleinigkeiten und die aber dennoch absolut wichtig sind,
Ja, das war einfach was ich total schön und interessant fand und ich da einfach auch hoffe, so ein bisschen was wieder so für mich rauszunehmen, was das Leben dann irgendwie schöner, leichter, anders macht. Und ja, so war im Grunde der Gedanke. Auch ja, noch ein Rezensionsexemplar von einer lieben Autorin hat mich erreicht, nämlich von der lieben Michelle Schrenk, Kein Horizont ohne Licht. Auch wieder eine wunderschöne Ausgabe. Ich bin ja auch ein großer Fan von den Covern von der lieben Michelle Schrenk, die alle immer wunderbar bunt sind, lebendig sind, modern sind und ja, ein bisschen kitschig, aber eben nicht zu sehr. Und ich finde, es passt immer perfekt zu den Geschichten, wenn man die kennt. Leider ist das jetzt wirklich am letzten Wochenende angekommen bei mir und ich kam im Juli noch nicht dazu, das neueste Buch von ihr zu lesen, aber ich bin mega gespannt, was die neue Geschichte von der lieben Michelle ja im Grunde zu bieten hat, denn es geht hier darum, jeden Augenblick, den wir in Liebe leben, ist ein Licht an unserem Horizont. Ach, und das ruft förmlich danach, gelesen zu werden. Ich denke, dass das auch definitiv ein Buch ist, was man an einem warmen Tag, an einem See einfach wegsuchtet und einfach ja, sich in diesen wunderschönen Gedanken wahrscheinlich dann einfach fallen lässt. Und ich freue mich da mega drauf und bin auch total gespannt auf das neue Buch von ihr. Dann habe ich gewonnen in einer Leserunde auf Lovely Books 421 von Erin Kelly. Ein Thriller, den ich unglaublich spannend fand, denn es ging hier auch um Sonnenfinsternissen. Und wir standen ja im Juli davor, kurz vor einer vor einer Mondfinsternis. Und ich fand diese zwei Parallelen super, super spannend. Und es gibt noch viel mehr Parallelen, die dann es auch noch unglaublich gruselig machen. Ja, wir haben hier einen Psychothriller, der im Grunde vier Menschen beleuchtet und es gibt eben zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und ich fand das unglaublich spannend und so hatte ich mich für die Leserunde beworben, hatte Glück, habe das Buch gewonnen, habe es auch gelesen. Ist auch ein Buch, was ihr dann sozusagen nächste Woche in der Bücherwoche sehen werdet, weil das eben auch eins dieser Bücher ist, die ich in dieser Woche angefangen habe, aber nicht beendet hatte und sozusagen dann einfach nichts zu erzählen hatte. Und wirklich ein Psychothriller, der es mir manchmal schwer machte. Es spielte auf zwei Zeitebenen, was nicht so das ganz große Problem war, aber mich immer mal so aus dem Lesefluss gerissen hat. Aber es, ich weiß nicht, es gibt die Vermutung, dass ich mir ein bisschen schwer tat mit der Übersetzung, weil es manchmal so ein holpriges Deutsch auch für mich war. Aber das Problem habe ich sonst ja auch nicht mit übersetzten Büchern. Ich hatte irgendwie meine Probleme. Es hatte mich nicht ganz so in den Sog ziehen können, wie es eigentlich die Story hätte tun können, weil die wirklich sehr spannend und interessant aufgebaut war. Aber dazu einfach mehr dann auch nächste Woche. Ich muss sagen, das Cover finde ich auch sehr interessant. Das hat mich direkt auch so angesprochen mit den dunklen Tönen und der orangenen Schrift. Und ja, hat mich sehr neugierig gemacht und ich bin da wirklich sehr happy. Ja, sieht sozusagen auch hier sehr schön aus. Ich bin da wirklich sehr happy, dass ich es im Grunde gewonnen habe und lesen konnte. Und das letzte Buch des Monats ist ein Geschenk von der lieben Sandra. Und zwar ein Buch, das sie selbst gelesen hat und auch sehr gut fand. Und dann gefragt hat, ob sie, wenn sie zu mir kommt, es mitbringen soll. Und zwar Das Mädchen, das in der Metro las von Christine Ferré-Fleury. Ein Buch, das schon ein bisschen länger auch auf meiner Wunschliste ist, dass es irgendwie noch nicht zu mir geschafft hat. Und ich bin einfach ja, total gespannt, ob dieses Buch vielleicht mein Leben verändert. Denn darum geht es ja. Welches Buch wird dein Leben verändert? Denn Juliette sitzt, wenn sie in der U-Bahn, nein, in der Metro sitzt, flüchtet sie sich in die Welten ihrer Romane. Oder sie beobachtet eben die Menschen um sich herum und was diese so lesen. Und das klingt natürlich, also für einen Büchernerd ist das natürlich eine absolut spannende Geschichte und ich freue mich drauf, die dann auch ganz bald zu entdecken. Auch hier ein sehr dünnes Büchlein, was man gefühlt so an einem Nachmittag ja absolut schnell auch weglesen kann, wenn es einen packt. Und ja, das mag ich tatsächlich ja auch immer mal an dünnen Geschichten, dass man durch diese Geschichte einfach so im Rausch sozusagen durch, dass man die im Rausch durchlesen kann, während man ja in Wälzern wirklich länger was von hat, gar keine Frage, aber eben auch so sich drauf einlassen muss, während das ja bei einem etwas dünneren Buch nicht der Fall sein muss. Und wir haben hier sogar einige Bücher auf dem Cover. Wir haben hier Virginia Woolf, Die Fahrt hinaus, Homer, Die Odyssee, sehr schön. Hier haben wir Wer die Nachtigall stört von Harper Lee, Daphne de Maurier, de Rebecca, oh, den habe ich sogar noch im Sub.
Ja, also ein super schönes Cover, wie ich auch schon immer fand. Und ich danke natürlich der lieben Sandra und ja, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Das waren sie nun, die 22 Bücher. Es ist ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, ich denke mal im August werden wir Buchhandlungen auf jeden Fall meiden, denn es erscheinen ja auch so einige spannende Neuerscheinungen, die es mir ja auch schon direkt so angetan haben. Und da gucken wir dann einfach mal, was da ein bisschen einziehen wird. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wann ich welches Buch gelesen habe, dann schaut euch natürlich immer mal die Bücherwochen an. Da seht ihr ja immer alle Bücher, die ich in einer Woche gelesen habe oder in der nächsten Woche dann auch die zwei rückblickenden, was durchaus im August jetzt öfter passieren könnte, weil ich ja auch 3 Wochen Urlaub im August habe und vielleicht nicht immer so zum Drehen komme oder mir eben auch einfach mal ja eine Auszeit vom Drehen nehme. Ja, vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher schon, gerade die vielleicht jetzt schon ein bisschen älter sind, die ich mir sozusagen ja im Antiquariat mitgenommen habe. Vielleicht ja, habt ihr da direkt Empfehlungen, sagt, das musst du als erstes lesen, weil dann natürlich immer gerne unten in die Kommentare auch vielleicht, welche Bücher neu bei euch eingezogen sind, auf die ihr euch jetzt besonders freut und warum. Würde ich mich auf jeden Fall über den Austausch freuen und danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.